Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal wieder ein Experiment an, und zwar ein Pop-It versus alle möglichen Orbis und Getränke und sonstiges soll zu einer großen Explosion führen. Ich weiß von Nick, ich habe keine Ahnung, wenn es dir gefällt. Lass einen Daumen nach oben, da schaffen wir auf diesem Video 777 Likes wegen Glückzahl. Okay, Bro, Alter, jetzt bin ich mal wieder gespannt hier, was da, der Pferdemann wieder, Alter, man kennt ihn doch. Pop-It! Sind die Dinger eigentlich noch immer so, nee, der Hype ist doch safe auch schon vorbei, oder, Leute? Oder? Ich glaube, mittlerweile kaufen Leute sich sowas noch? Ich weiß es gar nicht. Kaufen sich das noch Leute? Ja, aber so ein riesiges Ding ist schon geil, Alter. Imagine, damit läufst du in die Schule so. Der Lehrer so, Marcel, was hast du da in der Hand? Mein Pop-It. Marcel, leg das weg, du blockierst den ganzen Tisch. Isabel hat keinen Platz mehr. Oh. Wir buddeln erstmal jetzt ein Pop-It-Loch. Sehr schön. Sandkasten-Feeling, Bruder. Wer hat auch immer Sandkasten? Ey, was ist wieder mit meiner Kamera los? Die ist so broke, Digi, ey. Sandkasten-Feeling, bestes Feeling, Alter. Früher immer Sandkasten gespielt. So. Wir bauen also jetzt eine kleine Löschlein. Legen das Pop-It rein, okidoki. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kommt wieder Mr. Pferd 2.0. Aha. Und er... Zement! Kommt da wieder rein. Zement! Bruder, wie viele Sand-Locations haben die schon mit ihrem Zement und so kaputt gemacht, gell? Die machen das... Ich finde das halt so... Bro, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die halt an irgendeinen Strand gehen. Sieht ja wie ein Strand aus. Und einfach ein Zementloch machen. Das kriegst du ja nicht mehr raus. So. Das ist ja... Also, schau mal, die sind in irgendeinem Wald an so einem Sand... Das ist doch safe ein Strand, oder? Wenn da Sand ist. Muss ja ein Sandstrand sein. Wieso sollte da sonst Sand sein? Oder das ist so ein Gelände, so ein Sandgelände. Aber, na, I don't know. So. Pop-It wird rausgenommen. Zement wird reingemacht. Okay, Broski. Schön, lass alles fallen. Bro, er denkt auch, er macht gerade eine Torte oder so. Mit so viel Liebe, wie er das macht. Er denkt gerade, er kocht richtig diese Geburtstagstorte. Ah, schön streicheln. Mit langsamen Kreisbewegungen den Zement verteilen. Wo ist jetzt unser Pop-It hin? Zahnstocher. Ah, wir machen jetzt die verschiedenen Reihen wieder, glaube ich. Die verschiedenen Orbis rein. Ja, wir haben ja schon mal so ein Experiment gesehen, Leute. Deswegen, falls ihr neu seid, könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Es gibt jeden Tag umsonst ein neues Video. Ihr habt doch gerade eh nichts zu tun. Ihr guckt doch meine Phrase doch sowieso an. Deswegen drückt mal abonnieren, wenn ihr neu seid. Jeden Tag ein neues Video. Wenn ihr morgen keinen Bock mehr habt, könnt ihr einfach wieder gehen, okay? Gebt mir mal eine Chance. Ja, wir machen jetzt verschiedene Reihen. Und das werden jetzt unsere Pop-It-Orbis rein, glaube ich mal, ne? Ich glaube, wir stellen jetzt ein Pop-It nach. Kann das sein? Mit den Farben, ja. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben oder 6 sogar? 5 oder 6 Farben haben wir. Ich weiß immer noch nicht bis heute, was das für Dinger sind. Das sind eigentlich Orbis, ganz normale Orbis. Aber ich habe das Gefühl, dass da irgendeine besondere Flüssigkeit drin ist. Wegen diesen kranken Explosionen immer. So. Jetzt füllen wir da ein paar Rode rein. Bro, diese Dinger sehen so geil aus. Ey, ich bestelle mir da jetzt auch welche. Ich weiß nicht, was man damit macht und was das bringt, aber ich will sie. Ich will sie einfach haben. Der sieht so geil aus. Ich weiß nicht wieso, aber die sehen so geil aus. Gelb. Irgendwie sehen die aus, die erinnern mich voll an Getränke, so die Orangen. Ich krieg voll das Fanta-Feeling im Mund. Bei den Gelben so Zitrone im Mund. Grün. Ja, okay, hat nicht so den Apfel geweckt bei mir. Grün sieht so ein bisschen zu durchsichtig aus. Aber so dieses Orange und Gelb hat richtig so dieses Getränk in mir weg, so. Blau, okay. Welche Farbe würdet ihr nehmen, wenn ihr euch für eine entscheiden müsst und ihr dürftet eine Flasche Orbis haben, Leute? Boah, ich glaube, ich würde die blauen nehmen. Die sehen so geil aus. Das erinnert mich an Schwimmbad so ein bisschen. Boah, geil. Lila, ja, lila ist ganz okay. Aber blau finde ich am geilsten. Blau fühle ich. So ein volles Schwimmbad mit blauen Orbis. Boah, da sehe ich mich drin. Ja, jetzt kommt er wieder mit den ganzen Getränken angegeiert. Sehr schön, mein Bester. Jetzt machen wir wieder schön Lebensmittelverschwendung, Leute. Aber kann man mal machen. Sollte man aber nicht machen. Aber, naja. Wenigstens schütten die da nicht einfach einen Liter Wasser rein, sondern so Zuckergetränke.
Cola Orange? Es gibt Cola Orange? Wusste ich gar nicht. WTF, Bro. Habe ich noch nie gehört. Cola Orange. Crazy, Bro. Mountain Dew. Pepsi. Oder wie viel Mirinda Mixit? Habe ich auch noch nie gesehen. Ist Mirinda nicht dieses Fake Fanta? Ja, ne? Sprite, Fanta. Bruder, wie viele geht. Ah, jetzt, Bro, das ist. Diese Frechheit immer. Wie sie immer jeden, damit sie schön. Ich gönne ihnen von Herzen die 8 Minuten, damit die mehr Werbung schalten können. Aber jedem Getränk mit Absicht. Schau mal, die zeigen über jedem Getränk, wie sie den verkackten Deckel aufmachen. Bro! Es. Ach. Zeig doch dann lieber das Experiment nochmal 5-mal in Slow Motion, als die. Bro, es kann doch nicht sein. Bruder. Sogar mit anderer Perspektive. Die verkackten Deckel mit anderer Perspektive. Noch eine andere Perspektive. Junge, es reicht doch jetzt. Wir haben jetzt 15 Getränke schon gesehen. Meine Güte. Was ist denn da los? Mein Bester. Bro, Alter. Schüttet rein. Mach voll. Los. Bruder, aber es lohnt sich für die Explosion, Leute. Es lohnt sich für die Explosion. Bro, das Mountain Dew sieht so ungesund aus. WTF. Mountain Dew in... Ich glaube, das ist Russland, wo die sind. Sieht ja gestört ungesund aus. What? Also in Deutschland sieht das nicht so crazy aus. Kleiner Fun Fact: Wusstet ihr, dass so zum Beispiel in Amerika, die Getränke in Amerika sind 1000-mal ungesünder. Genau das gleiche Getränk wie in Deutschland, so zum Beispiel Mountain Dew, weil die so viele Stoffe beinhalten, die in Deutschland verboten sind. Und in Deutschland wird das dann angepasst. Also es ist trotzdem nicht gesund in Deutschland, aber einige Chemikalien, die nicht so von Deutschland zugelassen sind, sind zum Beispiel in Amerika zugelassen, so Farbstoffe und so, die nicht so gesund sind. Ja, kleiner Fun Fact, ne? Was ist das für ein Sprite, Bro? Hä? Grüne Sprite? Ganz seltsame Nummer, Alter. Ganz seltsame Nummer. Okay, Bro. Schütte alles rein und jetzt legen wir los. Jetzt haben wir unser Poppet. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, Brudi. Die letzten 3 Dosen auch noch rein da. Nochmal richtig schön drüber da. Jetzt bin ich echt gespannt, was da kommt. So, jetzt holen wir wieder unsere komischen Mentos. Bro, wenn er jetzt wieder jedes Mentos einzeln da reinlegt, ne? Ich sag's euch, ich spür vor. Bruder, nee, das geben wir uns nicht, Chat. Chat, sag ich schon, das geben wir uns nicht, Leute. Jedes Mentos einzeln da reinlegen, Digga, ich glaube auch, Alter. Das tun wir uns nicht an. So, Spülmittel. Und jetzt kommt gleich die Explosion. Gleich sind wir bereit, meine Damen und Herren. Jetzt geht's endlich los. Das hier ist, weiß ich nicht was. Wasser? Seifenwasser? Spiritose oder so? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? So, Mentos sind drin. Jetzt kommt wieder der Luftballon. Wir stülpen um. Ey, langsam kann ich das schon auswendig, Bruder, Alter. Jetzt werden da wieder die Mentos eingefüllt mit dieser komischen Flüssigkeit. Das muss ja... Das kann ja nicht nur Wasser sein. Das muss ja irgendeine kranke Flüssigkeit sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber Leute, jetzt geht's los. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Ey, wie um alles in der Welt geht das, Junge? WTF! Aber es sieht crazy geil aus. Regenbogen. Einfach ein Regenbogen. What? Bro, das ist so heftig. Das ist so heftig. Überkrank. Dieses Grün sieht so heftig geil aus. Lol, Alter. Ladies and Gentlemen, ey. Das war riesiges Poppet versus Getränke mit Orbis. Wenn es euch feiern lassen, Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Und jetzt alle bitte ausmachen. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht.